Tom Harrell, Marcus Belgrave und Palle Mickelborg. Zwei French Horns, und zwar Peter Gordon und Tom Warner. Die Posaunen, David Bargeron, Julian Priester und David Taylor. Tuba, Baritonsax und Bassklarinette, Howard Johnson. Saxophone, Charlie Mariano. Und ein Star-Musiker aus der DDR, Ernst Ludwig Petrowski. Sowie aus Finnland, Seppo Pakkunainen. Am Bandoneon aus Argentinien, Dino Saluzzi. Am Bass, Mark Egan. An den Drums, Bobby Moses. Eine Sängerin kommt dann auch noch, die sage ich euch nicht, die sagt euch der Chef. Und der Chef ist an den Keyboards George Grunz. Walter Richard, vielen Dank. Ja, guten Abend Österreich. Wunderbar, wieder mal hier zu sein, so nach Ossiach, Wigtring, Breitenbrunn, endlich an einem richtigen Ort, nicht? Wir fangen an mit einem Tango, aber nicht so eine, wo man so rumschiebt und Damen knickt, sondern einen richtigen, emanzipierten Tango aus Argentinien von Dino mitgebracht. Buenos Dias, Doña Maria. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank, Charlie Mariano. Tom Harrell. Peter Gordon. Dave Bargeron. Und Dino Saluzzi. Vielleicht hat es zwei, drei unter Ihnen, die auch schon sonst mal bei mir bei einem Konzert waren. Da war schon oft die Rede von einer Jazzoper, die Rolf Liebermann für Paris bestellt, aber nie abgeholt hat. Vielleicht Gott sei Dank, denn wir hatten so Gelegenheit, letztes Jahr mindestens einen Teil dieser Oper in New York im La Mama Theater aufzuführen. Und dabei fiel nicht nur meiner schlichten Wenigkeit, sondern vor allen Dingen auch der Presse und der Kollegenschaft als solche auf, dass da eine Dame eigentlich das Jazz-Opern-Singen neu erfunden hat. Und wegen ihr seid ihr ja alle hierher gekommen. Miss Sheila Jordan. Thank you from the bottom of my feet. And you too, gentlemen. No one can explain it.
Is Sheila Jordan. Yeah. Sheila. Seppo Baron Bakunainen. Dave Bargeron. Und Ernst Ludwig Petrovsky. Für die, die es genau wissen wollen, es war jetzt eine Arie aus dieser besprochenen Oper mit dem Titel No One Can Explain It. Es geht weiter mit einer Bearbeitung eines Schweizer Volksliedes. Das ist ein Schweizer Orchester,
Es ist ein hartes Pflaster in der Schweiz. Darum ist der Matthias Rürke auch abgehauen nach Wien. Und ihr sagt Gott sei Dank, aber es ist so, dass ich eigentlich diese Volkslieder nur schreibe, um eben ein bisschen motzen zu können über die Situation in der Schweiz. Es ist ein wahnsinniger Holzboden. Und effektiv, und das muss man überall wissen, es geht gar nicht so leicht. Es ist unheimlich viel Krampf dahinter, es ist schon fast obszön, wie man da betteln muss, bis da jeweils so eine Band beisammen ist. Wir haben da ein Volkslied, das hieß noch vor wenigen Wochen, weil wir einfach keine Besserung sehen, keinen Wandel, no transition, hieß das Stück noch Quite No Transition in Switzerland. Aber gestern war der Zürcher Stadtpräsident im Saal und dann haben wir das Stück umgetauft in Living Transition. Meet you in Switzerland. Thank you.
Palle Mickelborg. Ernst Ludwig Petrovsky. Bob Moses. Das Lied, das Sie soeben hörten, heißt original Von Luzern gegen Weg ist zu. Das nächste heißt, nochmal ein Schweizer Volkslied, es ist eben ein Mensch auf Erde. Oder, was Sie und meine Kollegen besser verstehen, In the Tradition of Switzerland.
Thank you.
Seppo Baron Pakunainen. Mr. David Taylor. Ernst Ludwig Petrovsky. Und Howard Johnson an dieser herrlichen S-Bass-Klarinette. Wir müssen langsam ans Scheiden denken und da wollen wir, ja, mal mindestens ein Vorschlag. Wir haben, als wir diese schon bereits in Angriff genommene Oper in New York probten, gingen wir 3 Wochen lang, wir, da war auch Howard Johnson dabei, die Sheila und so weiter, 3-4 Wochen gingen wir da ein und aus in einem Probelokal an der Great Jones Street. Das war zwar 12, 13, 14 Stunden Arbeit am Tag, aber es war glückliche Arbeit, so dass wir dieser Straße, diesem Probelokal quasi, ein Stück gewidmet haben, eine New York Samba mit dem Titel Great Jones.